möchte euch eine Geschichte erzählen. Es geht um einen Mann, ganz einfachen Mann, vor über 70 Jahren im Süden Deutschlands. Er sollte für die Nazis an die Front gehen und kämpfen, doch er hasste die Nazis. Und er floh. Er desertierte und versteckte sich im Wald. Seine Familie, seine Frau und die zwei Söhne blieben zu Hause. Und so kam es nun relativ häufig vor, dass unangemeldet mitten der Nacht die Nazischargen die Tür eintraten, das Haus durchsuchten. Und denn die Nazis hofften, dass er vielleicht hin und wieder nach Hause käme, um neue Kleidung zu holen oder Nahrung mitzunehmen. Als sie den Mann dann nicht antrafen, sprachen sie zur Frau: Ihr Mann, er hängt am Marktplatz. Verängstigt lief die Frau im Morgengrauen, im Morgenmantel zum Marktplatz und dort hingen viele Männer. Und da es dunkel war, musste sie all die Toten absuchen, um sicher zu sein, dass ihr Mann nicht darunter war. Sie kam nach Hause und sie waren glücklich, dass er nicht dabei war. Doch dies ging Woche für Woche, Monat für Monat, über Jahre. Dann, vor 70 Jahren, war der Horror vorbei. Die Nazis waren besiegt worden und Deutschland war befreit. Der Mann kam zurück aus dem Wald, doch er hatte sich verändert. Da war ein Schatten auf seiner Seele. Und er schlug seine Söhne, er schlug sie erbarmungslos wegen der kleinsten Anlässe. Und er trank Alkohol. Und die Kinder, die Söhne, mussten ins Jugendheim. Der Mann starb verbittert und einsam. Die Söhne ihrerseits gingen zur Schule. Der eine wurde Mathematikprofessor und machte Karriere auch als klassischer Musiker. Dennoch war er nie glücklich, obwohl er eigentlich eine wundervolle Familie hatte. Er war nie glücklich mit sich selbst, nie zufrieden, nichts reichte ihm. Und so starb er auch sehr früh an Gram, an Überarbeitung, an Frust im Alter von 43 Jahren. Und auch sein Sohn trägt ein wenig davon mit sich, von diesem Trauma. Es reicht ihm nie, was er so tut. Er genügt sich nicht immer und ist relativ unzufrieden mit vielen Dingen in seinem Leben. Dieser Sohn bin ich. Die Geschichte, die ich hier erzähle, gibt es in tausenden Variationen. Dennoch besteht ein großer Unterschied. Es gibt auch die Geschichten jener, die Angehörige, die ihre Großväter, ihre Großmütter im KZ verloren haben, die dort gestorben sind, die individuelle Geschichten zu erzählen haben. Und es gibt auch jene, zu denen es keine Nachkommen gibt, die gar nicht die Chancen hatten, Frau, Kind, Familie zu haben. All diese Schicksale, sie sind mir näher als viele der Erzählungen, die heute stattfinden, wenn Militärmärsche und Ähnliches stattfindet, um eben der Befreiung zu gedenken. Und ich denke, das ist wesentlich, denn für viele Menschen ist der Nazi-Terror weit weg und sie können sich unter den Millionen Zahlen von Opfern kaum etwas vorstellen. Dennoch, diese Horrorzeit ist näher an uns, als wir uns vorstellen können. Und so ist es wichtig, dass jeder sich seiner eigenen Geschichte wahr wird, um diese Geschichte lebendig zu halten. Denn wer die Geschichte nicht lebendig hält, macht sich selber schuld, wenn sich Geschichte wiederholt. Deshalb bitte ich euch alle, sprecht mit euren Verwandten, sprecht über die Vergangenheit und versucht herauszufinden, wo sie euch verändert hat. Und wo sie euch Schmerzen angetan hat, so bleibt die Erinnerung für immer wach, lebendig. Und so sollten wir uns immer an den Nazi-Terror erinnern, damit er sich nie wiederholt. Ich danke euch.